Ninja Theory. Unreal Engine. Gaming Evolved AMD. Dieses Spiel speichert automatisch. Schalten Sie das Spiel nicht aus, während das Speichersymbol läuft. Genau. Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt DMC Devil May Cry. Ja, es ist heute der 25. Januar und das Spiel ist nun endlich erhältlich. Ich bin richtig froh, es spielen zu können. Wir haben hier schon mal einen Spielstand. Ich habe eben kurz angetestet, so 7-8 Minuten, seht ihr jetzt gerade. Ich werde erstmal meinen gewählten Speicherstand löschen und einen neuen Speicherplatz machen. Okay, das war's schon? Hoho, wie schnell. Optionen. Jetzt gehen wir einfach mal gucken. Einfach mal hier so die Soundeffekte. Die Musik natürlich ein bisschen leiser. Soundeffekte leiser. So. Untertitel natürlich. Einführung anzeigen. Na klar. Mausempfindlichkeit. Ja gut, Mausempfindlichkeit habe ich nicht. Ich spiele mit Controller. Hier könnt ihr nochmal sehen, welche Grafikeinstellungen ich habe. Das aktiviere ich auch nochmal. Okay. Da sind wir wieder. Ja, das haben wir jetzt noch gerade aktiviert. Ultra, seht ihr, ne? Ich spiele mit dem Xbox-Controller, auch schon eben erwähnt. Okay, los geht's. Wir haben natürlich hier noch das Training, das überspringen wir. Wir spielen sofort ein neues Spiel. Und Mensch, Teufelsjäger, Nephilim. Feinde sind stärker und bieten eine größere Herausforderung. Wähle diesen Schwierigkeitsgrad, wenn du bereits Devil May Cry gespielt hast und das echte DMC-Erlebnis begehrst. Natürlich, ich habe davor jemals den ersten, zweiten und den dritten gespielt, sondern nur den vierten und die Demo davon. Deswegen werde ich natürlich auf Nephilim spielen. Nephilim ist halt einfach der Hauptschwierigkeitsgrad für Devil May Cry-Spieler. Und natürlich werde ich ein, möchte ich einer sein und möchte ich auch einer werden. Wir beginnen. Los, sollen wir das Spiel Tutorial-Nachrichten angezeigt werden? Na klar. Jetzt kommt erstmal das wunderschöne Intro. Damit lasse ich euch alleine. Viel Spaß. Genau, bis zum Börsenschluss am Freitag. Nein, mehr Zeit gibt es nicht. Sie wissen, was Ihnen bevorsteht, wenn Sie sich nicht daran halten. Nein, das ist keine verschleierte Drohung. Ich bin ganz offen. Wenn Sie sich weigern, haben Sie den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verantworten. Und ich kümmere mich darum, dass Sie machtlos in der Gasse enden. Ist das klar genug? Gut. Also am Freitag. Einen schönen Abend noch, Herr Präsident. Und Schatz, wird er zahlen? Über 1 Billion. Oh. Bald wird mir praktisch alles gehören. Jeder wird mir etwas schulden. Ich werde alles beherrschen. Endlich liegt dir die Welt zu Füßen. So wie ich. Jetzt kannst du sie jederzeit packen und wie es dir beliebt, denn sie... Was ist los? Was? Was ist denn los? Ein Problem. Ein Problem? Was? Der Sohn des Verräters Bader. Dante. Er... Er ist noch da draußen. Die Jäger werden ihn finden. Genau wie Spada und seine Hure. Und wenn sie ihn haben... Werde ich ihm mit bloßen Händen das Herz aus der Brust reißen und genussvoll verspeisen. Cape Com. Den ihr da jetzt gerade gesehen habt, ist der Hauptbösewicht Mundus. Ninja Theory. Mucke ist ein bisschen leiser, ne? Ein bisschen zu leise.
Ein bisschen langweiliges Intro, ne? Jetzt wird's ein bisschen spannender. DMC Devil May Cry. Du kannst deine Steuerungseinstellungen im Optionsmenü ändern. Okay. Über Jahrtausende hinweg haben die Dämonen an Macht gewonnen. Jetzt sind sie kurz davor, die Menschheit zu unterjochen. Wir alle haben uns schon zu lange von ihren Trugbildern täuschen lassen. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Der eben gezeigte maskierte Verrückte repräsentiert angeblich eine Organisation, die sich der Orden nennt. Die Anschläge der vergangenen Wochen sind der Gruppierung zuzuschreiben. Es handelt sich hier um einen Verräter und Terroristen. Ich halte ja nichts von der Todesstrafe. Da bleibt also nur noch eins. Den Miskerl illegalerweise einfach auf der Straße abzuknallen. Ich bin Bob Barbas. Ich verrichte Gottes... Warte! Komm sofort raus! Du bist in Gefahr! Oh. Entlösung gefällig? Wer bist du? Was willst du? Du warst achtlos und hast Spuren hinterlassen. Er ist hinter dir her. Was erzählst du da? Wer ist hinter mir her? Ein Jägerdämon. Er ist da. Scheiß Dämon. Zu spät. Du wirst dich durchkämpfen müssen. Bevor es aber gleich losgeht, werde ich ein bisschen die Musik hochdrehen und auch ein bisschen den Sound etwas stärken. Die Musik muss dazu. Scheiße. Wieder im Limbus. Falscher Tag für einen Kater. Nimm deine Drecksklauen von meinem Trailer. Ich weiß nicht, ob man Pause drücken darf, oder? Ne, darf man nicht. So einfach geht's. Hose an, T-Shirt an, Schuhe an. Bams. So einfach geht's. Daneben. Schwacher Stiger. Statt schwacher Krieger, Stiger. Zeit für eine kleine Rebellion. Lust auf Prügel? Na dann los. So. Jetzt mal kurz, bevor ich weiterkämpfe. Die Musik ein bisschen lauter. So. War die schon zu laut? So. Ja. Ich hoffe, dass ihr mich hört. Bam, 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 bam. Yeah. Devil May Cry. Endlich ist es für PC raus. Und jetzt hab ich hier das Reden und die Macht. Ah. Zack, zack, zack. Juhu. Aua. Sitzt aber, du Sack. Komm her. Bam, bam. Yeah. Huch. So, du ab nach oben. Yeah. Jetzt hab ich das Sagen auf der Bildfläche hier. Jawohl. Neuer Gegenstand gefunden, weiße Kugel. Getötete Gegner lassen weiße Kugeln fallen, die Dantes Verbesserungsleiste füllen. Jedes Mal, wenn die Leiste komplett gefüllt ist, kann Dante im Verbesserungsladen eine neue Fähigkeit lernen. Oder freischalten. Oh, das war ein Blocker. Ich hab gekontert. Neuer Gegenstand gefunden, rote Kugel. Getötete Gegner lassen rote Kugeln fallen, die im Gegenstandsladen ausgegeben werden können, um Gebrauchsobjekte, Gesundheitsverbesserung und weiteres zu kaufen. Oh. Bam, bam, yeah. Du bist erledigt.
Wer hat das gesagt? Frag nicht so doof, lauf einfach. Oh. Meine Knarren. Yeah. Wie kommen die eigentlich da oben hoch? Ach, okay. Damit hat sich die Frage erledigt. Lauf, Dante, lauf! Aua! Los, los, los! Wow! Yeah! Ebony, Ivory, ich hab euch vermisst. Yeah! Scheint nichts zu bringen. Bathos. Genau richtig. Zielübungen. Neue Waffe freigeschaltet. Ebony und Ivory. Großkalibrige Pistolen, die äußerst schnell schießen können. Obwohl Ebony und Ivory nur wenig Schaden verursachen, können sie schwache feindliche Angriffe leicht unterbrechen. Wenn man wieder mit der Steuerung reinkommen wollte, geht schon. Ach, die Bathos geht doch mir nicht mal auf den Geist. Bäm! Jawohl. So, jetzt gucken wir einfach mal hier so ein bisschen rum. Hier ist so eine Bank, aber die können wir nicht zerstören. Irgendwas zerstören hier? Ja. Alles mitnehmen, wenn diese roten Orbs sind sehr wichtig. Aber hier ist nichts irgendwie. Ah, guck mal hier. Die Spinnen. Wichtig. So, nicht zurückgehen. Keine Zeit verlieren. In der echten Welt, du im Limbus. Warum stehst du dann vor mir? Ich bin ein Medium. Ich kann mich in den Limbus projizieren und so mit dir kommunizieren. Ich kann dich sehen und mit dir sprechen, aber ich bin nicht wirklich im Limbus. Und wenn ich abdrücke? Bin ich tot. Ich setze mein Leben für dich aufs Spiel. Ich will helfen. Ich brauche keine Hilfe. Der Jäger hat dich in den Limbus verschleppt. Wie er leibt und lebt, Dante. Ich kenn den Ausweg. Man bekämpft einfach den Dämonen, der einen reingezerrt hat. Du solltest dich nicht mit dem Jäger anlegen. Er ist kein gewöhnlicher Dämon. Folge mir. Komm. Aber bevor wir sie folgen, machen wir hier einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder zu Let's Play Devil May Cry. Tschüss und haut rein.